eingegrenzt und hallo Freunde. Draußen an den Fernsehgeräten, ich willkomme euch. Willkommene euch, na ist gut. Ich willkommene euch zur Ausgabe der Metal Story 1986, der erste Teil. Weil ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass so um die Stunde, ja, das ist zwar in Ordnung, eine Radiosendung, eine ordentliche, geht um die Stunde rum, aber um ein bisschen so Häppchen zu machen, ich glaube mit einer halben Stunde und fünf Songs ist es auch getan. Deswegen splitte ich die Sendungen AK in fünf, das ist ja irgendwie, nee, sagt man nicht, ne? Ich splitte die Sendungen in fünf Songs und 85 hatten wir drei Sendungen, fünf Songs und diesmal haben wir wieder nur 10, 1986. Ich begrüße euch, aber bevor wir anfangen mit dem Jahrgang 1986 und ich ein bisschen was Grundsätzliches dazu sage, wenn ihr euch erinnert, ihr habt ja das letzte Mal bei Teil 3 von 85 habe ich euch einen Song unterschlagen, den habt ihr einfach nicht bekommen, da war ich so in Fahrt, dass ich irgendwie eine Band vergessen habe und die rücke ich jetzt einfach nach, bevor der ganze Trubel hier losgeht. Und zwar handelt es sich aus Adlain, aus Herne, eine deutsche Band. Und Adlain, das ist ein Begriff aus dem Perry Rhodan-Universum. Perry Rhodan, das sind diese Science-Fiction-Schundheftchen da im Heftformat. Und von dem Album Guardian of Eternity, eine deutsche Band, die es nur auf zwei Alben gebracht hat, Living in the Dark und eben dieses Guardian of Eternity, die es abgekürzt haben mit G-O-E, warum auch immer. Zwei großartige Heavy-Metal-Alben, also so dieser teutonische Power-Metal. Das ist ganz schwer zu greifen, es ist kein Thrash, es ist kein richtiger Speed. Es hat eher ein bisschen was so Belgisches, so Holländisches an sich. Es hat so eine Mittenlastigkeit, also eine gewisse Wärme. Es ist nicht so sehr räudig, es ist aber auch nicht langsam. Es ist ein sehr gutes Songwriting. Und die Band hat sich dann leider aufgelöst nach zwei Alben. Der Drummer Chris Medias, der ging zu Rage, AK, damals hießen sie noch Avenger, merkt das, ich hab's heute mit AK. Der Gitarrist Jörg Brütz-Tarski, der ging zu Rigor Mortis und der Bassist André Chapalier, der ging kurzfristig zu Holy Moses. Und bevor das alles losging mit Adlain, waren die Mitglieder der Band Roadies bei Steeler. Und Steeler haben dann auch gemerkt, dass ihre Roadies da Musik machen und haben sie dann irgendwie unter Vertrag genommen. So, wir hören von Adlain aus dem Album Guardian of Eternity den Song Waste als Nachschlag sozusagen. Coming up through, and it's a wonderful.
So, und jetzt herzliches Hallo. Jetzt sind wir mit den Altschuld, mit den Altlasten fertig. Und jetzt können wir richtig loslegen mit 1986. 1986 ist ein sehr interessantes Metal-Jahr, ein interessanter Metal-Jahrgang deswegen, weil viele der Meinung sind, dass 1986 das beste Jahr in dem sowieso hervorragenden Jahrzehnt der 80er Jahre gewesen sei. Und wenn ich ein bisschen recherchiere, gibt es eben, 84 taucht oft auf, 86 taucht oft auf. Und was mich ein bisschen überrascht hat, es taucht auch 1990 auf, wo wir eigentlich das Jahrzehnt schon irgendwie mit was ganz anderem verknüpfen. Aber 1990, wenn man es genau nimmt, wenn man von 0 bis 10 zählt, gehört die 10 ja auch noch dazu. Also gehört 1990 mehr zu den 80ern, als es zu den 90ern gehört. Und wenn man guckt, was da rauskam, ist es natürlich so. Aber uns interessiert 1990 noch nicht. Uns interessiert heute 1986. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum das bei vielen als bestes Jahr überhaupt zählt. Und es hat natürlich seine Gründe, denn viele Bands haben da ihre Unsterblichkeitsklassiker sozusagen veröffentlicht. Ich kann mal kurz vorlesen. Da war natürlich Creator mit Pleasure to Kill, obwohl Creator selbst wahrscheinlich Pleasure to Kill nicht als eins ihrer besten Alben bezeichnen würde. Metallica natürlich mit Master of Puppets, aber gleichzeitig war das war 1986 für Metallica natürlich ein Schicksalsjahr, denn Cliff Burton ist im Alter von 24 am 27. September des Jahres tödlich verunglückt. Und Slayer kam mit Rain in Blood, also den Thrash-Metal-Klassiker, den Thrash-Metal-Aha-Erlebnis überhaupt um die Ecke. Und Megadeth mit Peace Sells, auch ein herausragendes Album. Also ihr seht, die Hochkaräter, die da vertreten waren, die sorgen mit Sicherheit dafür, dass viele Leute der Meinung sind, 1986 sei das beste, der beste Metal-Jahrgang in den 80er Jahren gewesen. Aber damit ist es ja noch nicht genug. Wir haben Fate's Warning mit Awaken the Guardian, mit King Diamond mit Fatal Portrait, nachdem wir sie Before Fate zu Ende war, hatten wir schon alle gedacht, Mist, das schade, dass es diese Band nicht mehr gibt. Und dann kam der King gleich ein Jahr später mit Fatal Portrait raus. Motorhead mit Orgasmatron, auch ein ganz interessantes Album rausgebracht. Destruction mit Eternal Devastation, großartig. Flotsam and Jetsam, Doomsday for the Deceiver, so eine Speed, ein Speedmeisterwerk eigentlich. Iron Maiden mit Somewhere in Time, also unermüdlich Iron Maiden, immer wenn, bei denen hat es immer geklingelt im Karton. Candlemass, Epicus, Dumicus, Metallicus haben den Grundstein für den epischen Doom Metal zu der Zeit gelegt. Und Dark Angel mit Darkness Descends. Ich habe es in der Vergangenheit in einer anderen Sendung schon mal erwähnt. Ich habe das ausgerufen als wahrscheinlich das beste Thrash-Metal-Album aller Zeiten. Ist natürlich immer eine subjektive Sache, ist natürlich immer eine streitbare Sache. Aber man vergisst auch, wir haben neben Cliff Burton haben wir ja auch noch einen Musiker verloren, und zwar Phil Lynott, den Frontmann und Gründer von Thin Lizzy. Der ist mit 36 Jahren im Januar, den 4. Januar, aufgrund von seinem Drogen- und Alkoholkonsum dahingeschieden. Also er hatte gesundheitliche Probleme, auch viel zu früh von uns gegangen. Und was in dem Jahr auch noch passiert ist, was man aber gar nicht so auf dem Schirm hat, oft, dass sich in 1986 Darkthrone gegründet haben und Boltthrower. Das haben sich natürlich viel, viel mehr Bands gegründet, aber das ist so mal schön, das, also ein Funfact, das zu erwähnen, dass zwei der großen Bands, die man heute kennt, sich auch 1986 schon gegründet haben. Was in dem Jahr auch noch interessant ist, für viele, also für den Mainstream, sage ich jetzt mal, dass der Hair Metal eben auch. Wir hatten den Thrash Metal. 1986 war mit Sicherheit der Peak des Thrash Metal, wie wir gerade gehört haben. Die meisten Bands haben dort ihre absoluten Meilensteine veröffentlicht. Aber auch der Hair Metal und der US Power Metal waren in voller Blüte. Und der Hair Metal, der jetzt so 86 auch eben zu eigener Blüte kam in Los Angeles und in Kalifornien und in dieser Gegend, der ja dann dafür gesorgt hat, dass es überhaupt in den 90er Jahren so eine Grunge-Bewegung gab, die im Endeffekt diesen ganzen Hair Metal-Dreck, der zu dieser Zeitpunkt ein Dreck war, nur Geld, und es waren keine vernünftigen Songs, die Kerle haben alle ausgeschaut wie Weiber, es war einfach nur Party. Ging es dann noch um Musik? Nein, es war der reine Hedonismus. Und das Publikum, die Jugend der damaligen Zeit, die hatten sich überhaupt nicht mehr angesprochen gefühlt von dieser Musik, und da war der Grunge sozusagen eine Gegenbewegung. Aber zu der Zeit, von
den Sachen, die wir reden. Europe zum Beispiel, Final Countdown kam in diesem Jahr raus. Und Europe ist eigentlich keine schlechte Band. Heute machen sie Classic Rock. Sie sind eine der beständigsten, großartigsten Classic Rock-Veteranen im Stile von alten Uriah Heep in der Situation. Und bevor sie The Final Countdown gemacht haben, gehörten sie zur First Wave of Swedish Heavy Metal mit zwei auch großartigen Alben. Und dann kam The Final Countdown. Ja, Europe. Bon Jovi, Slippery When Wet. Über Bon Jovi brauchen wir hier nicht reden, aber nur, dass ihr seht, dass hier sich die Dinge formiert haben, die absolut dann ins Negative gekippt sind. Und Judas Priest haben sogar irgendwie angefangen, dann solche Sachen wie Turbo zu machen. Das fällt auch 1986, nachdem wirklich hier British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith kam plötzlich Turbo. Aus heute betrachtet ist Turbo jetzt gar nicht so das schlimme, so extrem schlimme Ding, wie es damals 1986 uns wahrscheinlich alle kalt erwischt hat. Aber so, das ist alles 86 passiert. Ihr seht, es war eine Menge los im Mainstream, im Underground. Die Dinge haben sich verschoben. Und ich glaube, dass das eben der Grund ist, warum man 1986 so als so extrem hervorragendes Jahr begreift. Wenn ich jetzt, ich mache das jetzt von 1980 bis jetzt, wenn ich jetzt so in den Fundus hineingehe, dann merke ich, dass so in der zweiten und in der dritten Garde und in dem obskuren Bereich und im Underground es gar nicht so viele hervorragende Sachen gab wie 85, 84, 83, 82. Ja, 81, 82 war noch ein bisschen mau, aber ab 83 dann hat sich 86 wieder eine kleine Senke ergeben. Ja, das ist eine Riesenspanne. Auf der einen Seite diese großen Monumentalwerke wie von Metallica und von Slayer und auf der anderen Seite im kleineren Bereich irgendwie mehr vergessene Perlen. Und von den Perlen sind jetzt nicht alle jetzt so. Ist ein bisschen medioker gewesen, deswegen bezweifle ich, dass 86 tatsächlich so als Ganzes und Grundlegendes das beste Metal-Jahr war. Ich tendiere da eher zu 84, 85. Aber das wird jeder für sich selber rausfinden, weil die ganzen 80er ja groß waren. So, und jetzt kommen wir endlich zur Musik, kommen wir endlich zur ersten Band. Und es scheint da auch wie verhext zu sein, aber wir beginnen erneut mit einer Band, die es nur auf ein Album gebracht hat. Das ist ja eben der Sinn dieser Metal-Story, dass ich eben nicht die Großen, die jeder kennt, anbiete, sondern dass ich mal gucke, was so in der zweiten Reihe war, was aber trotzdem hervorragend ist. Und die Band, um die es jetzt geht, das ist Tension, die nur ein Album rausgebracht haben und die hören, erstmal ist es ein Allerweltsname, aber die gehören zum US-Power-Metal, der eben damals ziemlich stark war. Und wenn man sich ihre Scheibe Breaking Point, von der wir gleich was hören, anhört, dann wundert es schon ein bisschen, warum es da nicht weiterging. Denn ohne zu übertreiben kann gesagt werden, dass das hier eine der besten Scheiben des ganzen US-Power-Metal-Genres ist. Also ein absoluter Klassiker. Natürlich kommen hier Power und Speed und die musikalischen Fähigkeiten an den Instrumenten zusammen. Ich meine, der US-Power-Metal, der hat sich ja zusammengesetzt aus diesen Thrash, Speed und Power und Heavy-Metal Versatzstücken und da was ganz Eigenes irgendwie draus gemacht. Was aber viel wichtiger ist, das Songwriting sitzt. Ne? Also die konnten alle, was die Amerikaner an ihren Instrumenten, das war bei der New Wave of British Heavy Metal nicht immer so. Es kam ein bisschen aus dem Punk raus, Hauptsache man kann die Gitarre halten, wo auch schöne Dinge, charmante Dinge entstanden sind. Das will ich damit gar nicht sagen, aber die Amerikaner waren da instrumental irgendwie schon viel, viel weiter, waren größere Virtuosen an ihren Instrumenten. Mit Tom Gettys hat die Band eine Rakete am Mikro. Ist auch komisch, dass der nie wieder irgendwo aufgetaucht ist. Und bei der Vorgängerband Deuce, da hatte noch Marty Friedman, oder Friedman, der später dann eben bei Megadeth die Klampe bediente, mitgewirkt. Nur um zu zeigen, dass die Herren wirklich das Zeug dazu gehabt hätten, was zu werden. Sind sie aber nicht, wie die meisten, die ich euch hier vorstelle. Ein Album steht zu Buche, nämlich Breaking Point. Und aus diesem Breaking Point hören wir jetzt Wrecking Crew. We'll be right back.
Wir gehen von Amerika mal wieder nach England. Wir schauen, also Engländer haben da ein bisschen Schwierigkeiten jetzt irgendwie gehabt, aber das Land des Heavy Metals, England eben, das war zu dieser Zeit noch nicht völlig am Boden. Ich habe mal Seducer für euch ausgekramt, denen man ihr Dasein als Power-Trio mächtig anhört. Ne? Power-Trios, die haben ja immer so einen ganz spezifischen Ton. Meistens sind sie irgendwie ungestümer und rock'n'rolliger als dann ihre Filigran. Umso mehr Bandmitglieder da mitwirken, umso filigraner scheint das ganze Zeug zu sein. Power-Trios haben immer so einen ganz spezifischen Sound. Man nennt sie ja nicht umsonst Power-Trios, weil eben zu dritt, da stellt man die Instrumente anders ein und da muss man natürlich auch kaschieren, dass man keinen zweiten Gitarristen hat und so weiter. Da schwitzt man auf der Bühne noch so richtig und daher kommt es wahrscheinlich, dass die auch wirklich Power sind. Und die Band hatte ein Jahr zuvor ihr Debüt hingelegt und 1986 war dann mit Eats Down, See You at the End die Band schon wieder Geschichte gewesen. Irgendwie hatten sie einen mächtigen Punk-Zahn drauf. Also das ist ja eben das, ne, da ist ja eben so, also Punk ist natürlich immer irgendwie ein bisschen in diese Heavy-Metal-Geschichte mit integriert. Es kommt aber immer drauf an, wie viel man davon irgendwie in den Vordergrund schiebt. Und Seducer haben da mit Sicherheit einen eindeutigen Punk-Vibe drauf, aber eben nicht den Hardcore-Vibe, den die ganzen Thrash-Musikanten, der Musikantenstadel der Thrash-Musiker irgendwie hineingewirkt hat in ihr Konstrukt, in ihr musikalisches, sondern die hatten wirklich noch diesen alten klassischen 70er-Jahre-Punk irgendwie, der ja mehr mit dem Rock'n'Roll irgendwie zu tun hat. Von 83 gibt es eine Single mit Call Your Name, aber das reichte eben nicht für die Band, um irgendwie erfolgreich zu sein. Vor allem machte die Band, wie so viele, einige schlechte Entscheidungen durch und die Plattenfirmen hatten von nichts eine Ahnung, weil damals haben sich auch manchmal Plattenfirmen gegründet, die irgendwelche Musiker abgegriffen haben. Die hatten von der Materie überhaupt keine Ende. Und die meisten Bands, die wollten einfach nur spielen. Und heute
machen die Musiker, die damals bei Sedusa gespielt haben, nichts mehr. Und ich glaube, der Gitarrist, der ist noch Gitarrenlehrer oder sowas. Und von den anderen beiden weiß ich nichts. Es war eben der Zeitgeist, der die Bands teilweise auch zusammengebracht haben. Manche waren auch wirklich nur Hobbybands, die zur richtigen Zeit, zur richtigen Stunde das richtige Input hatten, ein Album rausgehauen haben, die heute Underground-Klassiker sind. Und so ist es bei Sedusa eben, obwohl es natürlich hier jetzt mal zwei Alben waren. Aber wir hören von Sedusa den Song Problems. Von der nächsten Band, da haben wir mal wieder einen Namen, der 15 Mal vertreten ist. Also das heißt, 15 Bands haben gesagt, das ist ein geiler Name. Und, und 12 allein haben den Titel des Albums. Also den Bandnamen gibt es 15 Mal und den Albumnamen 12 Mal. Also das ist schon fast ein einsamer Rekord. Es gibt ja immer mal wieder Namen oder wir haben ja immer mal wieder Bands hier, wo sich wirklich alle Welt danach zu benennen scheint. Und der Name heißt Vortex und das Album heißt Open the Gate. Ob das jetzt Open the Gates bei manchen heißt oder Open the Gate, das spielt gar keine Rolle, aber Open the Gate könnt ihr ja vorstellen. Ist ja unglaublich, gibt es ja sogar von Manila Road ein Open the Gate. Das ist, glaube ich, Open the Gates. Und wir interessieren uns an dieser Stelle eben für die Niederländer Vortex und ihr Album Open the Gate. Aber die Band existiert bis heute und hat 2019 ihr bisher letztes Album Them Witches rausgehauen. Interessant ist das Album nicht, aber Open the Gate war deren Debüt und natürlich galt Holland. Von daraus stammt die Band damals nicht gerade als heißes Land in Sachen Heavy Metal. Und die Band hört sich dann auch nicht an, als würde sie die New Wave of British Heavy Metal in sich aufgesaugt haben. Das waren ja manche belgischen, holländischen Bands, die oder auch schwedische Bands, die haben natürlich damals geguckt, was in England so vor sich geht und haben das dann irgendwie versucht zu antizipieren. Bei Vortex ist das irgendwie nicht so. Hinzu kommt, dass sie einen Sänger haben, der ebenfalls in eine völlig andere Kategorie fällt, als man das so aus dem klassischen Heavy Metal so gewohnt war zu der Zeit. Es ist eine leicht punkige, höhere Stimme, also mehr punkig, also nee, es ist eigentlich nicht punkig, es ist eher so mittig lassend und nicht so raspelig oder irgendwie so ein bisschen auf Rock'n'Roll-Feeling gemacht. Das hat einen ganz angenehmen Touch, also Vortex ist ganz angenehm
zu hören. Und er heißt Jurien Tichela und singt eben ziemlich in dieser Mitte, in diesen Mitten, wo sich auch die Gitarren rumtreiben, die auch ziemlich warm produziert sind. Überhaupt ist dieses Album für eine Debütband aus Holland, und es war ja ihr Debüt, herausragend produziert. Man muss die Zeit bedenken, man muss das Land bedenken und dann, dass es ein Debüt ist. Und wir können euch jetzt gleich selber überzeugen, wir hören von Vortex eben den Titeltrack Open the Gate. Nächste Band, jetzt gehen wir mal wieder nach Amerika, weil Amerika ist zu dieser Zeit wirklich das dominante Land, und wir haben hier jetzt Ruthless auf dem Zettel stehen mit ihrem Album Discipline of Steel. Und Ruthless ist eine Band, die sich wirklich schwer definieren lässt. Die gehören natürlich zum US-Power-Metal, aber man hat, wenn man sie hört, manchmal das Gefühl, dass sie sich noch nicht ganz entscheiden konnten, ob sie jetzt doch lieber mit dem Thrash liebäugeln oder ob sie in dem US-Power-Metal verwurzelt bleiben. Wir wissen heute, dass Ruthless im US-Power-Metal stecken blieb, aber niemals haben sie irgendwie so ein Thrash-Feeling erreicht, obwohl die Songs durchaus upbeatig sind. Aber sie unterscheiden sich eben von den damaligen US-Power-Metal-Kollegen,
Jack Panzer ist da vielleicht noch am ehesten in die Richtung. Jack Panzer war ja auch eine Band, da konntest du, ist eine US-Power-Metal-Band, wo du sagst, ist das jetzt aber trotzdem hier und da thrashig oder so weiter. Das ist, sind so Grenzgänger-Bands und das ist jetzt auch nochmal nicht einfach, wenn du jetzt so entweder US-Power-Metal bist, der ja immer Thrash-Elemente hat, oder du bist Thrash-Metal, wie er in der Bay Area gespielt wurde. Aber wenn du dann noch in der, auf der Linie entlang schlittern kannst, dann ist das eigentlich auch schon eine Leistung. Entweder machst du es bewusst, aber dann klappt es wahrscheinlich gar nicht so. Und deswegen glaube ich, dass es eher Zufall ist, wenn die Band sich nicht ganz entscheiden kann. Vielleicht die Rhythmusgruppe sagt, lass uns Thrash spielen. Und der Sänger und der Gitarrist sagen, nee, ich will lieber den Power Metal. Und dann sagt der Schlagzeuger wieder, aber Power Metal ist doch auch ein bisschen Thrash drin. Lass uns einfach den Thrash noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Und dann, nein, lass uns lieber ein bisschen melodiöser, ein bisschen epischer sein. Ruthless ist keins von all diesen Dingen. Sie sind solide. Das Album lässt sich gut weghören. Es ist überhaupt nichts Neues. Es ist nichts Aufregendes. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass Disziplin of Steel ein Szene-Klassiker ist. Ein Klassiker ist Disziplin of Steel nur deswegen, weil es einfach fundamental gutes Zeug ist. Also wenn man das jetzt als US-Power-Heavy-Metal hört, klar, und Sänger Sammy DeJohn, der singt, der hat einen Wiedererkennungswert. Das ist ja damals irgendwie, der würde jetzt wirklich irgendwie verkörpern, dass es Thrash-Metal gewesen wäre, wenn es Thrash-Metal dann gewesen wäre, was es ja eigentlich nicht ist. Ihr kennt Ruthless und wenn ihr sie nicht kennt, dann hören wir jetzt eben auch den Albumtitel Disziplin of Steel und danach wisst ihr, was ich meine.
Letzter Song für diese Show, nicht für 1986, denn es kommt ja noch ein zweiter Teil, aber fünfter Song und letzter Song für heute, der kommt aus Newcastle upon Tyne und es ist natürlich eine legendäre Stadt im Norden Englands, allein schon wegen Venom und den Tigers of Pantang, aber eben auch, passt auf, was ich euch sage, Tyson Dog. Und nicht weniger als zwei Klassiker stehen aus den 80ern bei dieser Band zur Verfügung, aber es sind eben auch nur diese zwei Klassiker, Beware of the Dog von 84 und Crimes of Insanity, das uns hier und heute interessieren soll. Das ist einer der wenigen Fälle, bei denen zwei Alben nahezu nahtlos gleich gut sind. Aber wie ihr seht, war die Band etwas spät dran, 86 mit aus England irgendwie einen klassischen Heavy Metal zu machen. Aber der Zeitgeist ist manchmal eine dumme Sau, weil während Tyson Dog zwei Jahre früher dran gewesen, würde heute wären diese beiden Alben von Tyson Dog mit Sicherheit Szene-Klassiker. So ist es nicht so. Großartiges Material. Aber für die Zeit einfach total hinfällig, weil der ganze Metal-Zirkus sich schon woanders hinbewegt hat und Tyson Dog sind nicht etwa vergessen, weil sie schon so schlechtes Material gemacht hätten, sondern weil sie eben zu spät auf der Baustelle erschienen und da war der ganze Turm schon gestanden. Und Tyson Dog unterscheidet sich dann trotzdem ein bisschen von den alten Klassikern in Sachen Härte. Die haben ihre Alben brutal laut. Also das ist eine schwerere Band, viel schwerer. Manche New Wave of British Heavy Metal Bands, die sind ja ein bisschen leichtfüßig. Die kommen immer ein bisschen mit Abtempo, aber eher ein bisschen leichtfüßig und ein bisschen schwach produziert auf der Brust daher, während dieses Album Crimes of Insanity und auch das erste richtig heavy sind. Also im Vergleich zu den alten Kollegen von früher ist das richtig heavy und sie haben auch einen Zacken zu. Es ist kein Speed Metal und wie gesagt, auch am Thrash kratzen sie überhaupt nicht. Es ist schon dieser klassische Heavy Metal, aber man hat das Gefühl, dass Tyson Dog bis an die Grenzen dessen, was wirklich noch die New Wave of British Heavy Metal als New Wave of British Heavy Metal erkennbar ist, gegangen wären und dass danach dann irgendwie entweder Speed Metal oder Thrash Metal rausgekommen wäre. Und wir hören von dem Album eben Crimes of Insanity den Song Blood Money.
So, meine lieben Freunde, und ich habe da den ersten Teil und ich mache auch gar nicht lang Aufsehens. Ich werde jetzt mich gleich dran machen, irgendwie in den nächsten Tagen den zweiten Teil euch zu produzieren. Und ja, stay tuned. Gehört habt ihr ja alles. Hört es am besten nochmal. Schaut euch das alles nochmal an. Und ich wünsche euch bis zum zweiten Teil was. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, bleibt frisch im Schritt. Und ich wünsche euch alles, was ihr euch selber wünscht. Ne? Keep on rocking.